Human Neuro-Cybernetics, HNC, basiert auf der Vorstellung, dass ein gesunder menschlicher Körper im Prinzip fähig ist, die Anforderungen des Lebens selbst zu meistern. In der Regel klappt das auch recht gut, aber eben nicht immer. Denn durch Unfälle, schädigende Umweltfaktoren und andere Ursachen kann es zu Überforderungen der Steuerungsmechanismen des Organismus kommen. Insbesondere das Nervensystem spielt hier eine große Rolle. Der HNC-Therapeut versucht deshalb, über das Nervensystem des Patienten dessen Organismus wieder zu entstressen. Insbesondere der Flucht-Kampf-Modus ist hier von großer Bedeutung. Ein großer Aspekt im HNC ist der Verteidigungsmodus, den man beim Patienten löst, weil der relativ häufig auftritt. Da man oft in alltäglichen Lebenssituationen einfach lieber die Flucht ergreifen würde oder zum Kampf aufrufen würde, was natürlich nicht immer so geht. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt auf dem Zahnarztstuhl, möchte man lieber woanders sein und die Flucht ergreifen, geht aber natürlich nicht. Aber man geht energetisch und schon leicht körperlich in diesen Reflex, verharrt dann darin, gefriert quasi ein von den Muskeln her und hat dann natürlich über die Zeit gewisse Blockaden und Schmerzen. Dieser unerlöste Stress kann sich auch auf andere Regionen übertragen und normale Funktionen innerhalb des Organismus behindern. Möglich sind dann ein geschwächtes Immun-, Hormon- oder Herz-Kreislauf-System sowie die Begünstigung der Entwicklung von Allergien und Problemen des Bewegungsapparates, aber auch Lern- und Wahrnehmungsstörungen und Entwicklungsverzögerungen. Also besonders gern wende ich HNC überwiegend bei Rückenproblemen an, beim Schulter-Arm-Syndrom. Auch Bandscheibenvorfälle reagieren sehr gut drauf. Dann bei Kindern auch sehr gut Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Konzentrationsprobleme. Und auch das Endokrinum kann man damit sehr gut unterstützen, sowie Herz-Kreislauf und Allergien. Der HNC-Therapeut richtet sich nach diesen neurophysiologischen Zusammenhängen und arbeitet empathisch mit dem Nervensystem des Patienten. Also mein Werkzeug sind die eigenen Hände letzten Endes und der Körper des Patienten. Und das ist auch das, was ich am HNC sehr schätze, dass ich einfach wirklich mit dem Körper arbeiten kann. Dazu nutzt er kinesiologische Muskeltests, aber auch Techniken aus der Kraniosakraltherapie, der Osteopathie und anderen Verfahren. Über leichte manuelle Gewebestimulation verändert der HNC-Therapeut die Spannung und Bewegungsmöglichkeit der betroffenen Muskulatur und damit die gesamte Körperhaltung. Nach jeder Behandlung testet der Therapeut nach, wie der Körper des Patienten reagiert, denn die Geschichte einer Krankheit ist mit dem Aufbau einer Zwiebel vergleichbar. Wurde die oberste Schicht therapeutisch abgelöst, zeigen sich die Einflüsse aus der darunterliegenden Schicht und so weiter. HNC ist in der Regel ein sehr sanftes Verfahren. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen eine Behandlung mit HNC vorliegen, beziehungsweise Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem befugten, fachkundigen Therapeuten.